Moin, liebe Top-Familie und liebe Fußballfreunde draußen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und so gesehen jetzt zur finalen Runde zu Wer ist der beste Fußballer auf der Linksverteidigerposition. Heute entscheidet sich tatsächlich, wer der beste Linksverteidiger ist. Ich weiß es tatsächlich für mich noch nicht. Wir haben hier vier wirklich starke Linksverteidiger. Erstmal voll verschluckt. Vielleicht sogar die stärksten. Könnt ihr mir mal sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob es so ist. Aber auf jeden Fall sind drei der vier unfassbar stark und gehören mit zu den besten, würde ich auch sagen, auf dieser Position. Bei dem vierten kann man sich vielleicht so ein bisschen streiten, aber wir hatten ja auch tatsächlich so ein bisschen ja beim Torwart ja auch diese Überraschung, dass ja Keylor Navas ins Finale kam gegen Neuer. Neuer ist bislang der einzige in der Elf, in unserer Top-Elf. Von daher, heute entscheidet sich, wer damit hinzukommt. Und ja. Dann würde ich sagen, bevor wir gleich mit der ersten Begegnung starten, mit der ersten Halbfinalbegegnung, lasst dir gerne einen Daumen nach oben da, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen, denn nächstes Video ist natürlich dann schon mal die Vorstellung und Auslosung der Innenverteidiger. Rechtsverteidiger machen wir danach. Wir gehen so gesehen von links nach rechts, unten nach oben in so gesehen einer Elf. Deswegen, nächste Folge. Vorstellung und Auslosung der Innenverteidiger. Da gibt es ja eine Besonderheit. Dazu aber dann im nächsten Video mehr. Und ansonsten natürlich schreibt eure Meinung sehr gerne in die Kommentare. Wer hat für euch heute gewonnen? Und dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem ersten Duell. Und das heißt Andrew Robertson gegen Alphonso Davies. Finde ich schwer. Wirklich schwer. Also, wir haben vier starke Duelle jetzt hier, wo sich jetzt hier halt eben entscheidet, wer der Beste ist. Also, wie gesagt, bei Davis ist es so, dass er natürlich jetzt erst seit ein paar Jahren Stammspieler ist bei Bayern auf der Linksverteidigerposition. Und ich würde sagen, wirklich, jetzt mal so null von jemanden so in den Himmel heben. Aber ich glaube, Bayern hatte nie einen besseren Linksverteidiger als Davis. Und Robertson, Leader in der Liverpooler Abwehr mit Virgil van Dijk, sehr erfahren, Kapitän in der Nationalmannschaft Schottlands, wo man ja leider jetzt nicht so um Titel mitspielt, aber trotzdem unfassbare Qualitäten bringt er mit. Gewinnt viele Zweikämpfe. Vor allem auch seine Passquote finde ich enorm stark bei Robertson jetzt. Bei Davis kann man sagen, sind es halt auf jeden Fall die Dribblings, die Läufe nach vorne. Für mich ist aber dann, wenn ich so das Spiel betrachte, was natürlich jetzt zum Beispiel ein Punkt ist, eher für Robertson als für Davis, wenn ich so das vordere Spiel betrachte, in der gegnerischen Hälfte, ist für mich ein Robertson derjenige, der mehr so diese entscheidenden Pässe, aber auch Flanken bringt, als ein Davis. Der versucht natürlich immer hinter die Gegner zu kommen mit Läufen, um dann den Ball meistens eher flach reinzubringen als hoch. Boah. Beide bringen eine enorme Qualität mit. Und wir wollen uns hier richtig entscheiden. Immer für den Stärkeren. Und natürlich am Ende eine krasse Elf zu haben. Wenn wir alle Saisons betrachten, und ich muss da tatsächlich jetzt kurz was gucken, weil ich mir da nicht hundertprozentig sicher bin. Bin ich ehrlich, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Andrew Robertson ist ja gewechselt jetzt zu Liverpool. Und wo ist er denn nochmal gewechselt? Das ist gerade tatsächlich das Ding. Von Hull City 2017. Ich weiß, dass er bei Hull auch sehr stark gespielt hat. Bei Dundee United weiß ich es nicht. Hat schon die Champions League gewonnen. Das ist unfassbar stark. Von daher, boah, das ist, ich glaube, no joke, ich
glaube, ich muss mich hier für Robertson entscheiden. Ich glaube, Robertson ist für mich hier schon insgesamt der komplettere und etwas bessere Linksverteidiger als Davis. Ja. Ich entscheide mich für Robertson. Okay. Machen wir weiter also mit dem nächsten Duell, mit dem zweiten Halbfinale. Das da heißt Jordi Alba gegen Theo Hernandez. Ja, Jordi Alba ist halt eher so dieser Linksverteidiger tatsächlich, mit dem man vielleicht nicht so gerechnet hat. Die Frage ist aber jetzt natürlich, würde er jetzt in diesem Duell hier tatsächlich weiterkommen? Also, ich finde von den Zweikämpfen und auch so von einer gewissen Torgefahr, die jemand mitbringt, finde ich ein Theo Hernandez stärker. Der bringt sich offensiv stark ein, auch schon in den letzten Jahren. Jordi Alba, finde ich, ist die Saison wieder etwas stärker als Saisons davor. Und das muss man ja hier auch berücksichtigen. Und wenn man jetzt die Saisons davor betrachtet, mit der Zeit, wo Theo Hernandez bei Real gespielt hat, gleicht sich das so ein bisschen aus. Wenn wir hier auch so ein bisschen wie bei Robertson und Davis darüber sprechen, in der gegnerischen Hälfte und dann vielleicht so diese entscheidenden Flanken oder Bälle zu geben für Tore, finde ich da, glaube ich, in Jordi Alba vielleicht etwas stärker. Aber auch nur etwas, vielleicht so 52 zu 48%. Boah, schwer. Schwer. Also, in der Saison und beide spielen eine starke Saison. Klar, Milan vielleicht ein bisschen hinter den Ansprüchen. Meisterschaft kann man ja sagen, geht ja schon fast nach Neapel. Also tatsächlich, ich glaube, so komisch es klingen mag, Jordi Alba, starker Spieler, hat ein bisschen irgendwie die letzten Jahre vielleicht ein bisschen abgebaut. Die Saison ist wieder etwas stärker von ihm. Theo Hernandez ist aber jetzt seit einigen Jahren schon sehr konstant auf diesem Level. Mit der beste Verteidiger auf der Position. Und ich hatte ja schon so am Anfang so eine gewisse Prognose, wer ins Finale kommt. Und ich glaube tatsächlich, Theo Hernandez kommt für mich hier ins Finale. Der gewinnt für mich hier gegen Jordi Alba. Ja, kommen wir zu Spiel um Platz 3. Jetzt muss ich mal eben hier das richtige Bild auswählen. Weil ich ja dann nur immer vorgefertigte Bilder mache, weil ich ja nicht weiß, wie es ausgeht. So, komme ich also um Spiel um Platz 3. Und da sprechen wir über Alphonso Davies gegen Jordi Alba. Wenn wir von dieser Saison sprechen, dann finde ich jetzt zum Beispiel wieder ein Davis besser. Auch eigentlich die letzten Jahre. Wie gesagt, man darf nicht jetzt so viel da nicht berücksichtigen oder berücksichtigen, weil Davis ist ja, wie gesagt, noch nicht irgendwie allzu lange als Linksverteidiger, sag ich mal, aktiv, wie ein Jordi Alba. Davis, schnell, gute Pässe, gewinnt Zweikämpfe. Ich würde sagen, das ist ja schon fast ausgeglichen, so vom Zweikampfniveau. Jordi Alba hat in der Vergangenheit sehr gute Zweikämpfe geführt. Wie gesagt, die Jahre ein bisschen abgebaut. Ich glaube tatsächlich, mein Platz 3 würde ich ja an Davis gehen. Ich glaube, da ist Jordi Alba vielleicht ein bisschen schwächer jetzt, ein bisschen die letzten Jahre gewonnen, ein bisschen in die Jahre gekommen. Immer noch stark. Er hat Platz 4 erreicht von vielen anderen Linksverteidigern, die auch unfassbar stark waren. Aber ich glaube, ich würde mich jetzt hier in dem Fall tatsächlich für Alphonso Davies, für den guten Fonsi entscheiden, der hier den dritten Platz belegt. Ja, meine Lieben. Und jetzt kommen wir zum großen Finale. Da muss ich doch jetzt nur hier eins weiterklicken, oder? Müsste ja das hier sein. Ja. Das große Finale. Andrew Robertson
gegen Theo Hernandez. Man hätte sich vielleicht ein bisschen denken können, gut, natürlich, wenn die beiden schon mal irgendwo davor in einer Runde aufgetreten oder gegeneinander gespielt hätten, wäre es ein bisschen anders gewesen. Das sind zwei unfassbar starke Linksverteidiger. Und jetzt, finde ich, kann man hier gewisse Sachen sehr gut vergleichen. Wie gesagt, Robertson hat bei Hull City gespielt, hat bei Dundee United gespielt und wie ich hier lese, davor sogar noch bei FC Queen's Park. Und das waren so die Profi-Stationen. Er hat in den Jugend tatsächlich für Celtic gespielt und auch für FC Queen's Park. Theo Hernandez, können wir auch mal gerne eben durchgehen. Theo Hernandez. Wie gesagt, aktuell Milan. Davor hat er gespielt bei Real Sociedad. Wurde daher ausgeliehen, weil er hat bei Real gespielt. Hat davor bei Alaves gespielt. Wurde dabei ausgeliehen von Atletico. Das heißt, von Atletico wechselte er zu Real. Und bei Atletico begann ja so gesehen ja seine Profikarriere. Gemeinsam ja auch damals mit seinem Bruder Lucas Hernandez. Also von daher kann man hier sehr gute Sachen vergleichen. Bei Atletico fand ich ihn eigentlich schon stark schon. Bei Real hat er es halt so abgebaut, beziehungsweise hat er nicht so die Chance bekommen. Bei Real Sociedad hat er dafür wieder stark gespielt bei seiner Leihe. Hat er ja auch einige Spiele gemacht. Ehe er dann zu Milan wechselte 2019 und da in 111 Spielen 20 Tore gemacht. Als Linksverteidiger, muss man ja auch nochmal sagen. Seit seinem Wechsel zu Liverpool hat Robertson 152 Spiele gemacht, also deutlich mehr, aber nur 5 Tore. Er war vor allem auch nicht eher Stammspieler, der gute Robertson. Wir waren damals noch Stammlinksverteidiger. Zweier Saison 2, 17, 18. Oh, war da noch dieser hier, wie heißt der nochmal, der Spanier, Alberto Moreno? Kann das sein? Ich glaube, Alberto Moreno. Also, wenn wir wirklich die Karrieren hier vergleichen und gucken, wie stark wirklich so die Spieler sind, ich glaube tatsächlich, und ich habe es ja schon so ein bisschen am Anfang auch gesagt, ich glaube tatsächlich, dass für mich der beste Linksverteidiger aktuell und die letzten Jahre, weil er auch konstant spielt. Das ist so das Ding. Er spielt in seiner Mannschaft konstant und sticht immer noch, obwohl man vielleicht Niederlagen hat und vielleicht jetzt die Saison nicht um die Meisterschaft mitspielt. Können immer noch beide Seiten rein von der Argumentation. Aber ich glaube tatsächlich, dass Theo Hernandez für mich der bessere Linksverteidiger ist. So, das bestätige ich mal eben kurz hier. Und dann, ja, haben wir jetzt hier eine Entscheidung. Wir haben hier jetzt eine Entscheidung. Und zwar, dass Theo Hernandez der beste Linksverteidiger ist. Damit, meine Lieben, kommen wir also zu folgendem, ja, zu folgendem Ding, und zwar zu dem hier. Da blende ich mich hier auch nochmal kurz aus. Das ist aktuell unsere Top 11. Manu Neuer im Tor und in der Linksverteidigerposition der gute Theo Hernandez. Ja, meine Lieben, wie hättet ihr euch entschieden? Von daher, zack, zack, das war das Turnier. Das war der beste Linksverteidiger und gewonnen hat Theo Hernandez. Wie hättet ihr euch entschieden? Schreibt sehr gerne unten in die Kommentare hin. Teilt ihr meine Meinung? Teilt ihr nicht meine Meinung? Würde ich mich sehr interessieren und von daher zeigt es doch sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder auf meinem Kanal. Und dann tatsächlich zur Vorstellung und Ausrüstung der Innenverteidiger. Und da natürlich mit einer Besonderheit. Von daher schaltet da ein. Und mir wird dann nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ah ja, gibt ein Video Daumen nach oben, habe ich das gesagt? Doch, Daumen nach oben, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und mir nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie und Fußballfreunde da draußen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.